Vielen Dank für die schöne Geschichte, für das schöne Lied, für das Musikstück. Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Es ist ein Vorrecht, hier zu sein bei euch. Gestern und heute besprechen wir über Gesundheit. Die Frage, die Heilung des Charakters. Gibt es auch Krankheiten des Charakters, Heilung des Charakters? Was ist Charakter? Wir sehen hier ein Stethoskop und eine Bibel und eine Blume, eine Rose. Was hat das miteinander zu tun? Dem wollen wir jetzt etwas nachforschen. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als einen Zustand des vollkommenen physischen, also körperlich, psychischen, geistig und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Also, wir können vielleicht an Knochenbruch denken, Diabetes, Magengeschwür. Aber der Charakter, das ist heute unser Thema. Pfarrer Sebastian Kneipp heilte oder behandelte viele Kranken. Wir hatten als Kind, als ich Kind war, ein Buch von ihm. Wunderbar. Als ich meine Ausbildung gemacht habe zur Naturheilkunde, war das dort, wo Sebastian Kneipp der Pfarrer war in der Gemeinde, in der Kirche. Er sagte, erst als ich daran ging, Ordnung in die Seelen meiner Patienten zu bringen, hatte ich vollen Erfolg. Was ist denn Unordnung in der Seele? Neid, Hass, Ärger, diese Dinge gehören da nicht hinein. Und der Apostel Paulus spricht auch darüber. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Also nicht nur äußerlich, durch und durch. Und euer Geist ganz, samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Es hat jemand einmal gesagt, eine Gemeinde ist kein Museum von Heiligen, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Das sind wir jetzt. Ja? Wir sind hier, um Heilung für unseren Charakter zu bekommen. Ganzheitliche Heilung. Und das geht nicht so schlagartig auf einmal. Wir kommen zusammen regelmäßig und wachsen in dieser Heilung. Nun, als Gott den Menschen schuf, war er ja vollkommen und heilig. Die Bibel sagt, er nahm Staub aus der Erde. Der Staub besteht aus Atomen, Eisen, Calcium, Lithium, Kohlenstoff, Wasserstoff, und diese Substanzen befolgen physikalischen Gesetzen. Sie fügen sich zusammen, bilden Moleküle, Zucker, Fett, Eiweiße, Vitamine, und diese befolgen chemische Gesetze. Diese Substanzen bilden nun unsere Zellen,
unsere Gewebe, Muskel, Knochen. Und diese befolgen den biologischen Gesetzen. Und diese Gesetze studieren wir ja in der Schule, in der Universität. Und dann haben wir Organe, Systeme, Leber, Milz, Herz, Kreislaufsystem, Atmungssystem. Auch diese folgen den physiologischen Gesetzen. Das Gehirn befolgt den psychologischen Gesetzen. Als nun Adam fertig war, komplett, hat er noch kein Leben. Was nun? Gott bläst ihm den Heiligen Geist ein und er wird lebendig. Der Heilige Geist befolgt ja auch Gesetze. Ja, den moralischen Gesetzen. Das gehört alles zusammen. Nun war der Mensch lebendig und heilig und gesund. Diese Naturgesetze, die das Gesetz Gottes sind, dienen zu unserem Besten. Gehorsam diesen gegenüber fördert das Glück in diesem Leben und trägt zur Vorbereitung für das künftige Leben bei. Gestern Abend sagten wir, Naturgesetze sind keine Verbote, du darfst nicht, weh, wenn. Nein, Naturgesetze erklären, wie etwas funktioniert. Damit alles gut geht, gibt es Gesetze. Sonst wäre es ja ein Chaos. Wir könnten nicht gesund, nicht glücklich sein. Gott ist so weise, dass alles nach Gesetzen läuft. Nun ist Adam fertig. Und zum Bilde Gottes geschaffen. Wunderbar, herrlich. Das Ebenbild Gottes. Wir Menschen, wir dürfen glücklich sein, dass wir keine Pflanzen sind, keine Tiere, sondern ganz besondere Wesen. Bei den anderen Dingen, Pflanzen, Tiere, Gott sprach, dann war es da. Wir nicht, wir sind manufakturiert, das heißt, mit seinen eigenen Händen geschaffen. Wenn man da schon nachdenkt, welches Vorrecht das ist. Nun, es war eine wunderbare Sache für Gott, den Menschen zu schaffen und ihn mit Sinn und Geist auszurüsten. Er erschuf ihn, dass jede Fähigkeit mit der Fähigkeit des göttlichen Geistes identisch sein sollte. Die Herrlichkeit Gottes soll in der Erschaffung des Menschen nach Gottes Ebenbild und in seiner Erlösung offenbar werden. Man könnte fast sagen, Gott hat uns zweimal geschaffen. Erstmal gesund, dann die Sünde mit allen ihren Folgen und jetzt schafft er uns neu. Und das ist jetzt seine Arbeit. Er ist ja der große Arzt und wir sind hier im Krankenhaus für Sünder und sind auf dem Weg der Genesung. Nun, das Bild Gottes, sein Charakter. Durch die Sünde hat sich der Charakter des Menschen verändert. Im Buch Mose lesen wir, dass Jehova sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Er muss geweint haben. Er muss traurig gewesen sein. So ein heiliges Geschöpf hat er geschaffen, mit eigenen Händen geformt und die Sünde hat dieses Bild verdorben, diesen Charakter. Und jetzt hat er den Wunsch, diesen Charakter wiederherzustellen.
Der Apostel Paulus sagt, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Jesus Christus wurde zu unserem Bruder. Er kam auf die Erde. Er ging durch Versuchungen, wie andere Menschen auch. Der Wunsch Gottes ist, dass wir den Charakter, die Gesinnung wieder erreichen, so wie Jesus. Jesus selbst sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht. Nicht viele Früchte, sondern viele Frucht. Was ist das für eine Frucht? Wenn wir eine Frucht beschreiben, dann können wir sagen, ja, sie ist bunt, rot, rund, länglich, grün. Beschreibung. Der Zweck des christlichen Lebens ist, Frucht zu bringen. Das heißt, jetzt kommen wir schon näher, den Charakter Christi in dem Gläubigen zu entwickeln, wiederherzustellen. Das ist der Zweck, weshalb wir hier sind. Der Zweck des christlichen Lebens. Wie sieht diese Frucht aus? Hier ist die Beschreibung, detailliert. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Frage, wie reif ist unsere Frucht? Und zwar, sagte ich, sind nicht Früchte, also man kann nicht sagen, ich habe diese und jene Eigenschaft. Nein, das Ganze gehört zusammen. Wie reif sind wir? Ja? Wie weit fortgeschritten? Wann kann Christus wiederkommen? Wir warten. Hier ist die Antwort. Sobald der Charakter Christi zum Wesensmerkmal seines Volkes geworden ist, wird er kommen und es sich zu sich nehmen. Also, wenn die Frucht reif ist, dann wird geerntet, nicht vorher. Er wartet also auf uns. Hier in unserem Gehirn, in unserem Stirnlappen. Wenn da der Charakter Christi wiederhergestellt ist, dann ist die Frucht reif. Interessanterweise hatte der Apostel Johannes ein Gesicht. Und er sah, schreibt er, das Lamm, also Jesus, stehen auf dem Berg Zion und mit ihm die ganzen Heiligen, ja, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihre Stirn. Was bedeutet das? Die hatten wieder den Charakter. Wenn ein Kind geboren ist, gibt man ihm einen Namen. Und man sucht einen Namen aus, der das ausdrückt, was man sich erwünscht von diesem Kind. Also eine Art Beschreibung in einem Wort oder zweien, wie das Kind ist, der Charakter. Hier in unserem Stirnlappen. Was ist Charakter? Da habe ich viel gesucht, in verschiedenen Lexika. Im rumänischen Wörterbuch fand ich die beste Beschreibung. Das ist die Summe der grundlegenden psychischen und moralischen Eigenschaften einer Person, die sich in ihrem Benehmen, ihren Ideen und Taten ausdrücken. Wenn wir Menschen sehen, wissen wir nicht, was da drin ist, wie ihr Charakter aussieht. Aber wenn wir ihre Taten sehen oder wenn sie ihre Ideen ausdrücken, in ihrem Benehmen, dann merken wir, was für eine Person diese Person ist, welchen Charakter sie hat. Das alles zusammen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie
bildet sich der Charakter. Wir wollen ja die Gesinnung Jesu haben, wieder erlangen. Wie bildet sich dieser Charakter? In der britannischen Enzyklopädie ist eine Beschreibung, dass unser Charakter aus zwei Teilen besteht, aus Gedanken und Gefühlen. Die Gedanken sind eine Kraft, die lenken, sie zeigen uns den Weg. Viele Menschen wissen, was sie tun sollen, was gut ist, was nicht gut ist, aber das genügt nicht. Den Weg lenken, Gedanken. Und dann, Gefühle sind die treibende Kraft. Die treiben uns, das zu tun, was die Gedanken für gut heißen. Gefühle allein reichen auch nicht aus. Manche Menschen haben Gefühlsausbrüche, ohne viel zu denken. Und hinterher sagen sie, ach, das wollte ich ja doch gar nicht tun. Beide zusammen bewirken unser Verhalten, unser Benehmen. Und Jesus sagte, liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Liebe allein ohne Taten ist tot. Aber die Liebe dringet uns. Ja, sie gibt uns die Kraft. Die Gebote sind die zeigen uns den Weg. Das. Ja? Die weisen uns an. Das ist der Weg. Gebote an und für sich retten uns nicht. Sie sind dazu da, zu zeigen, wie wir uns verhalten sollen. Aber die Liebe Christi, die drängt uns, die gibt uns die Kraft, diesen Weg zu gehen. Gedanken und Gefühle zusammen, beide sind wichtig. Diese formen den moralischen Charakter. Ein Baby kommt auf die Welt, hat Arme, Beine, Organe, hat ein Gehirn, aber der Charakter ist noch nicht reif. Da gibt es viele Nervenzellen, die müssen jetzt geschult werden. Ein Baby hat Gedanken und Gefühle, weiß aber noch nicht, was sie damit anfangen soll. Nun, diese Gefühle, diese Gedanken arbeiten in unserem Gehirn und führen dann zu Taten. Ein Kind sieht vielleicht ein Feuer, ach wie schön, steckt die Hand hinein, oh nein, nächstes Mal nicht. Ja? So lernt man. Oder man tritt auf einen Nagel. Nein, das ist nicht gut. Oder etwas Angenehmes, man riecht etwas. Oder man hört eine schöne Musik, sagt, oh, ich möchte mehr davon. So bildet sich unser Charakter mit Gedanken und Gefühlen und das führt zu Taten. Wenn die Taten wiederholt werden, gibt es Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten zusammen formen unseren Charakter. Und unser Charakter bestimmt unsere Zukunft. Deshalb ist es so wichtig, einen gesunden, heiligen Charakter zu bilden. Also, jetzt gehen wir rückwärts. Gewohnheiten, Taten, Gedanken, Gefühle. Wir müssen an der Wurzel anfangen. Ein Charakter bildet sich nicht von ungefähr. Nicht der eine Gemütsausbruch, der eine Schritt in der falschen Richtung bestimmt ihn. Durch wiederholte Taten bilden sich Gewohnheiten heraus, die einen Charakter entweder zum Guten oder
zum Schlechten formen. Und das geschieht nur durch beharrliche, unermüdliche Anstrengungen. So bildet sich ein Charakter und Nutzung jeder anvertrauten Gabe und Fertigkeit zum Ruhme Gottes. Das ist wichtig. Also nicht aufgeben. Ein Baby lernt zu laufen, stolpert, fällt hin, steht wieder auf. Und wenn es 10-mal fällt, steht es 10-mal auf. Nicht aufgeben. Das ist wichtig. Abraham, hier haben wir ein Beispiel. Abraham hat Gott geglaubt und er ward ein Freund Gottes geheißen. Ich wünsche mir, Gott könnte sagen, der Jochen, das ist mein Freund. Hat Abraham gesündigt? Ja. Hat er Fehltritte getan? Ja. David, ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott. Möchte ich auch, dass Gott sagt, der Jochen, der ist ein Mann nach meinem Herzen. Wollt ihr doch bestimmt auch. Hat David gesündigt? Hat er Fehltritte getan? Ja. Aber weder Abraham noch David blieben dabei. Sie sind aufgestanden, immer wieder zum Ziel. Ja. Beharrlich, bis sie das Ziel erreichten. Jetzt ist die Frage, wie wird man heilig? Kann ich in die Apotheke gehen und sagen, ich möchte eine Spritze oder eine Tablette, haben Sie nicht irgendetwas? Ja? Nun, ich habe eine Therapie, ein Wort, das ich selbst erfunden habe. Anschautherapie. Ist aber wissenschaftlich. Im Portugiesisch, Olhar Terapia, anschauen, ja? Look Therapie. Das möchte ich jetzt erklären, wie das funktioniert. Das ist biblisch und wissenschaftlich. Das Volk Israel war in der Wüste. Sie gingen auf dem Weg nach Kanaan, wurden von giftigen Schlangen gebissen und dann schrien sie zu Mose, Hilfe, Hilfe, wir sterben. Mose bekam die Anweisung von Gott, mache dir eine eherne Schlange, richte sie auf zum Zeichen. Wer gebissen ist und sie sieht, der soll leben. Die mussten also etwas tun. Sie mussten dahinschauen. Nicht nur woanders, nein, sie mussten da hinschauen. Jesus wandte dieses Bild an für sich. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Was ist Glaube? Glaube ist sehen, was man nicht sieht. Also wieder anschauen, sehen, glauben. Jetzt auf Jesus. Wer auf Jesus schaut, der kann ewiges Leben haben. Jesus ist für uns gestorben. Er hat die Sünden bezahlt. Aber was wäre geschehen, wenn er nicht auferstanden wäre? Er brachte das unendliche Opfer nicht nur, damit die Sünde getilgt, sondern auch, damit die Natur des Menschen wiederhergestellt wird. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, neugeboren. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und jetzt lebt Jesus, tritt für uns ein und hilft uns auf diesem Weg der Genesung.
der Wiedergeburt. In diesem wunderschönen Buch Christi Gleichnisse lesen wir: Ein Charakter gestaltet nach dem göttlichen Ebenbild ist der einzige Schatz, den wir von dieser Welt in die andere hinüberbringen können. Haus bleibt hier, Auto bleibt hier, was wir sonst haben, bleibt hier. Was nehmen wir mit? Unseren Charakter. Nun, zurück zur Anatomie und Physiologie des Charakters. Gott hat uns ja ausgestattet mit mindestens 5 Sinnesorganen. Dort werden verschiedene Empfindungen in Ströme umgewandelt. Diese Ströme werden in das Gehirn geleitet und dort bilden sich was? Gedanken und Gefühle. Je nachdem, was wir schmecken, hören, sehen, riechen, betasten, wird verschiedene Gefühle dort bilden und dann die Gedanken. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten. Ellen White schreibt: Unser Körper besteht aus dem, was wir essen. Und unsere geistliche Natur besteht auch aus dem, wovon sie sich ernährt. Wenn ihr dem Geist erlaubt, sich mit gewöhnlichen Dingen zu beschäftigen, wird er nur mittelmäßig werden. Wer Satans Anschlägen nicht zum Opfer fallen will, muss die Eingangstore seines Herzens wohl verwahren und sich hüten, das zu lesen, zu sehen oder zu hören, was unreine Gedanken hervorrufen könnte. Diese Eingangstore zum Herzen, das sind unsere Sinnesorgane. Augen, Ohren, Geschmackssinn. Ja. Wir kommen zurück. Wir wollen gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Einen Charakter wieder herzustellen, wie Christi Charakter. Wir lesen: Liebe Geschwister, durch Anschauen werden wir umgewandelt. Dadurch, dass wir bei der Liebe Gottes und unseres Heilandes verweilen, dass wir die Vollkommenheit des göttlichen Charakters betrachten und durch den Glauben die Gerechtigkeit Christi für uns in Anspruch nehmen, sollen wir in das gleiche Bild umgeformt werden. Also Anschautherapie. Und das will ich näher erklären. Das ist wissenschaftlich. Giacomo Rizzolatti, ein italienischer Forscher, beschreibt in unserem Gehirn Spiegelneurone, Mirror Neurons. In rosa haben wir den Stirnlappen, dann den Scheidenlappen, andere Teile in unserem Gehirn. Zwischen dem Stirn und dem Scheitellappen gibt es eine tiefe Furche. Davor ist der motorische Teil, dahinter der sensorische Teil und ganz hinten die Vision, was wir sehen mit den Augen. Das geht zwar durch die Augen hinein, wird aber verarbeitet ganz hinten im Hinterhauptlappen. Nun gibt es an diesen Stellen, die jetzt blinken, die sogenannten Spiegelneurone. Was machen die? Hat Giacomo Rizzolatti entdeckt. Zuerst bei Tieren, aber auch bei Menschen. Was wir sehen, geht in diese
Bezirke, wo die Spiegelneuronen sind. Und dort werden diese Bilder eingraviert. Und das sind sie. Früher oder später kommen sie heraus in Taten. Man widerspiegelt das, was man gesehen hat. Das ist interessant, hochinteressant. Wir haben noch zwei Bibeltexte. Der erste in Matthäus 5, 27 und 28. Jesus selbst sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen, in seinen Gedanken. Da drin. Auch wenn die Tat noch nicht reif ist. Warum? Die Gedanken werden sich ausdrücken, wenn sich eine Gelegenheit bildet. Ein Dieb möchte stehlen, hat aber Angst vor der Polizei, stillt nicht. Ist er vor Gott ein Dieb oder nicht? Auch wenn er nicht gestohlen hat, in seinem Herzen möchte er. Und so gibt es viele andere Dinge, die das Herz wohl wünscht. Das Herz muss gereinigt werden, das Herz muss erneuert werden, der Charakter muss geändert werden, nicht nur die Taten. Was geschah denn im Alten Testament? Und Jehova sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Ihre Gedanken in ihrem Herzen, die waren nur noch böse. Was war die Folge? Sintflut. Gott hat sie zerstört. Musste sein. Wir kommen zurück. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Das ist nämlich unser Ziel. Und wir lesen in diesem Buch, der große Kampf, es ist ein Gesetz, Naturgesetz. Wir kommen wieder zurück zu den verschiedenen Naturgesetzen. Es ist ein Gesetz der geistigen wie auch der geistlichen Natur, dass wir, indem wir uns mit einer Sache näher beschäftigen, umgewandelt werden. Das Gemüt passt sich allmählich den Dingen an, bei denen man es verweilen lässt. Es wird dem ähneln, was zu lieben und zu verehren ihm Gewohnheit geworden ist. Das, was man betrachtet, was man hört, was man sieht, das graviert sich ein in die Spiegelneuronen und das spiegelt sich dann wieder in den Taten. Das, was reinkommt, geht wieder hinaus. Deshalb ist es so wichtig, nur Gutes hineinzutun. Denn wir werden umgewandelt in das, was man betrachtet. Das ist ein Gesetz, ein Naturgesetz. Was sagt Jesus? Suchet in der Schrift und sie ist, die von mir zeuget. Wir wollen werden wieder wie Jesus. Wie können wir ihn betrachten? Wir können lesen von ihm. Die Bibel beschreibt ihn. Und das sind wunderbare Geschichten. Und je mehr man sich hinein vertieft, bilden sich in unseren Gedanken Bilder. Wie lieb Jesus war, wie gehorsam, wie gut zu Menschen, die krank waren und so weiter. Je mehr man ihn betrachtet, desto mehr wird man ähnlich werden wie ihn. Das ist ein Gesetz, Naturgesetz. Man braucht sich also nicht
sehr, sehr groß anstrengen. Man muss anschauen, betrachten. Ja? Betrachtungstherapie. Interessant, was in dem Buch In den Fußspuren des großen Arztes steht. Pflegt die Gewohnheit, Gutes von anderen zu sprechen. Verweilt bei den guten Eigenschaften derer, mit denen ihr Umgang pflegt. Seht so wenig als möglich von ihren Fehlern und Mängeln. Wenn ihr versucht werdet, darüber zu klagen, was jemand gesagt oder getan hat, so lobt irgendetwas in dem Leben oder Charakter dieser Person. Pflegt die Dankbarkeit. Als ich ein Teenager war, die Zeit, in der man so rebelliert, sagte ich meiner Mutter einmal, ja, was gibt es denn Gutes im Teufel? Sie sagte, der war sehr beharrlich, sehr beharrlich. Ja. Man kann überall etwas Gutes, etwas Positives finden. Man muss drauf schauen. Das Ausschauen nach dem Bösen in anderen entwickelt gerade das Böse in dem, der danach ausschaut. Interessant. Oft denken wir gar nicht daran. Ja? Wenn wir bei den Fehlern anderer verweilen, werden wir in dasselbe Bild verwandelt werden. Wenn wir aber auf Jesus schauen, von seiner Liebe und Vollkommenheit des Charakters reden, so werden wir in sein Bild verwandelt. Hier ist also die Therapie. Auf Jesus schauen und über ihn reden. Das prägt sich nämlich ein in unser Gehirn. Was wir sprechen, prägt sich ein und wir werden umgewandelt werden. Je mehr wir ihn betrachten, je mehr wir über ihn reden, desto weniger werden wir uns über andere beklagen, an die Fehler anderer denken. Das ist, was Apostel Paulus sagte. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Nachdenken, überlegen, nicht nur so kurz. Danach denken, nachdenken, grübeln, ja? Wiederholen, bis es sich einprägt. Und das ist ein Naturgesetz. Unser Gehirn ist wie ein Empfänger, ein Radio. Die Nerven des Gehirns, die den Ablauf aller körperlichen Funktionen bestimmen, sind das einzige Medium, über das der Himmel mit den Menschen in Verbindung treten und seine inneren Regungen beeinflussen kann. Was immer den Stromkreislauf im Nervensystem behindert, schwächt die Lebenskraft und verursacht ein allmähliches Absterben der Empfindsamkeit des Verstandes und der Seele. Wir haben also ein Gehirn. Das Gehirn ist unser Empfänger, aber das Gehirn muss gesund ernährt werden, muss Sauerstoff bekommen. Ich bin einmal geflogen in Afrika in einem kleinen Flugzeug. Die hatten keinen Sauerstofftank. Und dann war vor uns ein Gewitter und der Pilot sagte, wir müssen jetzt höher steigen. Wir sind eingeschlafen. Er nicht, zum Glück. Wir waren zu zweit drin, ganz kleines Flugzeug, 5 Sitze. Wir sind eingeschlafen, Sauerstoffmangel. Unser Feind hat es abgesehen auf unsere Seele, auf unseren Charakter. Aber er hat keinen direkten Zugang.
Was macht er? Der Körper ist das einzige Mittel, wodurch Geist und Seele für den Aufbau des Charakters entwickelt werden. Körper hat mit der Entwicklung des Charakters zu tun. Wir haben ja gesehen, eine Einheit, haben wir in der Lektion studiert. Leib, Körper, Seele. Deshalb richtet der Seelenfeind seine Versuchungen darauf, die körperlichen Kräfte zu schwächen und herabzuwürdigen. Wenn er hierin Erfolg hat, so bedeutet dies, dass der ganze Mensch dem Übel unterliegt. Wenn er uns körperlich beherrschen kann, unsere Gewohnheiten, schlechte Gesundheitsgewohnheiten, dann hat er Zugang auf unser Gehirn. Und das ist jetzt ein wichtiges Gesundheitsprinzip. Wir sehen hier ein Bild, ein Gefäß, in dem das Blut schwimmt, und das Blut muss aber unser Gehirn ernähren, weil das Gehirn das Organ und Instrument des Geistes ist und steuert den gesamten Körper. Damit die anderen Teile des Systems gesund sein können, muss das Gehirn gesund sein. Und damit das Gehirn gesund sein kann, muss das Blut rein sein. Wenn das Blut durch korrekte Gewohnheiten im Essen und Trinken rein ist, wird das Gehirn richtig ernährt. Interessant. Deshalb, wenn man einen heiligen, einen gesunden Geist haben möchte, dann wird man nicht das hineintun, was dem Körper schadet. Deshalb rauchen wir nicht, trinken keinen Alkohol und vermeiden so gut wie möglich alles, was schädlich ist. Aus diesem Prinzip, damit das Gehirn mit dem Besten ernährt wird. Es besteht eine enge Beziehung zwischen dem Geist und dem Körper. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Um also ein hohes Niveau moralischer und intellektueller Größe und einen starken, gut ausgeglichenen Charakter zu erlangen, müssen die Gesetze, die unseren Körper regieren, beachtet werden. Beide, die geistigen und die körperlichen Kräfte, müssen entfaltet werden. Solch ein Training wird Menschen mit einem starken und soliden Charakter, scharfem Verstand und gesundem Urteilsvermögen erzeugen. Menschen, die eine Ehre für Gott und ein Segen für die Welt sein werden. Das ist, was wir wünschen. Wir möchten für Gott und für unsere Mitmenschen ein Segen sein. Wir möchten Menschen mit scharfem Verstand haben und gesundem Urteilsvermögen, mit einem noblen Charakter. Deshalb sind wir ja hier. Wir sind hier in Behandlung, nicht wahr? In dem Krankenhaus für Sünder. Deshalb müssen wir auch dem großen Arzt befolgen, wenn er uns etwas verschreibt. Mach das so, das tut dir gut. Sind wir gehorsame Patienten? Das ist wichtig. Da frage ich mich selber. Ja? Also, der Körper hat einen Einfluss auf den Geist. Deshalb sollten wir die Gesundheit des Leibes für das Wachstum in der Gnade und für die Erlangung eines ausgeglichenen Gemüts als wesentlich ansehen. Sorgen wir dagegen nicht in ordentlicher Weise für den Magen, so behindern wir die Bildung eines rechtschaffenen, gesitteten Charakters. Das ist höchste Wissenschaft. Ich bin dankbar, dass ich das gelesen habe.
In meinem Medizinstudium war nichts darüber geschrieben, weder in Anatomie noch in Physiologie noch sonst wo. Ich bin so dankbar für diese Bücher. Ich habe sie auch regelmäßig studiert während meinem Medizinstudium. Ich bin so dankbar dafür. Gehirn und Nerven werden vom Magen in Mitleidenschaft gezogen. Verkehrte Gewohnheiten im Essen und Trinken führen zu verkehrtem Denken und Handeln. Höchste Wissenschaft. Ein religiöses Leben kann viel leichter erstrebt und erfolgreicher ausgelebt werden, wenn wir das Fleisch weglassen. Denn eine solche Ernährung regt die niederen Neigungen zu intensiver Tätigkeit an und schwächt die sittliche und geistliche Natur. Interessant. Manchmal denkt man, die Nahrung hat nur mit unserem Körper zu tun. Nein, sogar mit unserer sittlichen und geistlichen Natur, damit man besser denken kann, damit die Bildung eines Jesus-ähnlichen Charakters leichter wird. Warum hat Jesus gefastet? Warum fasten Mönche? Warum fasten Menschen vor großen Entscheidungen? Wichtig, damit man einen klaren Geist hat, damit man gut denken kann. Und hier ist sehr interessant, was Dr. Manfred Heide und sein Sohn geschrieben haben in diesem Buch. Laut einer Studie der Vereinten Nationen ist eine positive Gottesbeziehung der größte Faktor für eine gute Gesundheit. Außerdem verstärkt sie die anderen Gesundheitsfaktoren, Ernährung, Bewegung, Erholung und so weiter, um mehr als das Dreifache. Synergetische Zusammenhänge. Es wird immer deutlicher, welch großer Einfluss unsere Gedanken, unsere Gefühle auch auf unsere körperliche Gesundheit ausüben. Und ich bringe euch das und ich ermutige euch, diese Bücher auch zu lesen von Ellen White. Sie sind wirklich gut und aufschlussreich. Nun, wir kommen zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Wie wird man heilig? Und das ist der letzte Text. Wir alle aber spiegeln. Hier sind die Spiegelneurone. Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Das ist unser Ziel. Lass uns Jesu betrachten und dann werden wir umgewandelt werden. Das geht automatisch. Es ist ein Naturgesetz. Und dann werden wir widerspiegeln seinen Charakter. Ich bin öfters in Rumänien gewesen. Da haben wir Gesundheitszentren. Du warst auch mal dort in Rumänien. Und da saß ich jetzt im kleinen Omnibus von Târgu Mureș nach Bukarest, um dort den Flug zu nehmen. Hinter mir saßen zwei Zigeunerinnen, wunderschön gekleidet. Neben mir auch so die Tochter. Wir haben nicht miteinander gesprochen. Nach etwa einer Stunde fragt sie mich: Sprichst du Spanisch? Ich habe gesagt, ja. Sie hatte Spanisch studiert. Dann sagt sie mir:
Bist du Adventist? Sage ich, da, das ist ja auf Rumänisch. Dann frage ich sie, ja, wie kommst du auf den Gedanken? Ach, sieht man dir doch im Gesicht an. Da habe ich sehr überlegt. Spiegle ich immer Jesus wieder? Sehen die Leute in mir Jesus oder nicht? Da muss ich schon aufpassen. Ja? Das ist die Botschaft. Lasst uns danach streben. Gott segne uns alle.